15 Raketen abgegeben. Gut, wir können sie gerade nicht gebrauchen, aber wenn wir dann doch mal so einen Werfer bekommen sollten. Autsch, und dafür haben wir bekommen 3 Hüllenpunkte und eine Reaktorverbesserung. Ich sollte es schnell vergessen, aber sollte ich auch wiederum nicht, denn wenn das nächste Mal das kommt mit hier, wir geben Sprengstoff 15 Raketen ab, weil Bergbaukolonie, dann werde ich entsprechend noch 5 Raketen abgeben. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Ja, etwas schrottbaldig für einen möglichen Bombenraketenwerfer. Falls jetzt gleich noch ein Laden kommen sollte. Hacking wird noch ausgebaut und wir haben noch 3x Strom über. Oh, dicker Raketenwerfer, aber wieder kompakt gebaut. Du springst mitten in eine ein Ausgrabungsprojekt. Der Fehler ist auf einem Mond in der Nähe. Von deinem plötzlichen Auftauchen, vollkommen unbeeindruckt, machen sich die Fehlers verteidigungsbereit. Das Ding wird lange schießen, also werden wir eher darauf gehen können. Ah, die haben auch einen Teleporter. Aber die werden nicht mehr als zwei schicken, mehr als ein, weil die sind bloß zu dritt. Die Fehlers sind alle so kompakt gebaut. Die Fehlers Schiffe. Ich habe noch keinen Fehlers in der Form gesehen, der dann hier noch einen weiteren Leerraum hatte. In der Breite und in der Länge. Ist eigentlich komisch, oder? Die sind so groß und bekommen nur so ein kleines Schiff. Da bin ich mal gespannt, wie das gegen die laufen wird. Die haben 3 Waffen, so ein kleines Schiff und 3 Waffen. Die kippen nach vorne über. Im Vakuum. Wollen wir sicherheitshalber hacken? Erstmal nicht, würde ich sagen. Wir warten erstmal unsere erste Salve ab. Und wenn die nicht so gut ausgeht, dann werden wir mal hacken. Wir haben ja noch den Sultan-Schild, die Rakete fliegt schon. Ah, Mist. Oh, wir haben nichts mehr. Oh, sie verfehlt. Schwein gehabt. So, nochmal. Dickes Ding. Länger als so lang wie ein Raum. Aua. Zlatan hat sich verbessert. Scheiße. Ah, na, immerhin nochmal getroffen. Okay, auf die Waffen. Ah, da macht sich einer zum Teleport bereit. Jetzt sehe ich nichts mehr. Lieber das Schildsystem als Antrieb. Ah, das ist gleich wieder aufgeladen. Wir werden nicht großartig durchkommen. Machen wir es lieber so. Immerhin noch etwas. Er geht zum Sauerstoff. Ah, der dicke Raketenwerfer ist noch da. Wir hacken auf jeden Fall. Gut, wir haben einmal Energie über, dann können wir nicht so schnell nachladen oder wir gehen nicht so sehr auf die Schilde. Das Problem ist jetzt einfach der Raketenwerfer. Dann machen wir es so. Wir stellen schon mal ab. Das Ding war halb gefüllt, okay. Alles im Blick. Waffen gleich wieder bereit, dann auf die Waffen. Dann lanzen wir wieder kräftig durch. Kein Schuss geht daneben, das ist super. Dann kriegen die Waffen jetzt richtig einen ab. Sicher war jetzt sicher, ich will nicht noch Höllenschaden bekommen, das war eine dicke Rakete. So, jetzt kriegt die Waffe schon dick was ab, dann können wir eigentlich komplett auf die Schilde gehen. Ach, der Strahl muss dicker sein. Ich will hier diagonal durch und alle 4 Räume erwischen. Nochmal aufs Cockpit. Teleport, das merke ich nicht gleich. Ob der jetzt abhaut oder bei uns bleibt, ist mir ziemlich gleich. Dann gehen wir lieber nochmal aufs Cockpit. Das ist ja schon kaputt, also kriegt das Ding einen dicken Schaden. Schaut mal jetzt auf die Hülle, weil der wird mächtig kassieren. Achtung. Oh, 5x Treibstoff. Können wir aber, glaube ich, nicht mehr ausgeben. Ah, die 6 Raketen, wenn wir doch nochmal einen Laden finden mit entsprechend. Der Wert ist schon verdammt hoch. 6x6 sind 36. 65.
80er wert. Für den Fall der Fälle, dass wir doch noch einen Raketenbombenwerfer bekommen, sage ich jetzt ja. Der dampft ab. Haben die ein Glück, dass wir so einen schlechten Raketendeal gemacht haben. Ansonsten hätte ich das wohl nicht angenommen, auch wenn das jetzt echt viel Sauerstofftreibstoff war. Kein Laden in der Nähe. 60 in Energie haben wir ja gerade praktisch über mit der Krankenstation. Falls die hier einen Laden gleich haben, nein. Tja. Die drei werden wir nicht gehen können. Eins, zwei, nee. Dann gehe ich aber lieber erstmal nach unten. Da besteht immer noch die Möglichkeit, weil er weiter rechts liegt, dass wir ihn noch mitnehmen können auf dieser Linie. Wenn, dann dampfen wir eher ab. Schauen wir mal. Vielleicht ist hier unten ein Laden. Du triffst auf ein kleines Schiff mit minimalem Antrieb. Interessant. Die Antriebsgeschichte. Das Feles-Crewmitglied erklärt, dass die Heimatwelt der Feles auf Lügen und Propaganda basiert. Oh, können wir einen Feles bekommen, die die Bevölkerung in Schach halten und dass er nicht länger mitmacht. Sagen, dass er von seinem Gott geschickt wurde, damit er deiner Crew beitritt. Voll zu lappen. Versprechen, ihm die Wahrheit zu erzählen, die ihm verschwiegen wurde. Dein Angebot ist verlockend, aber er möchte nicht erneut belogen werden. Er schließt die Frequenz und springt weg. Oh, ich hätte ihn wenigstens umgebracht. Fraktalwerfer, kleiner Laser und so, schnell Laser. Ach man, oh, ein Laden. So wird nicht drin sein. So laden und weg. Oder so, so und laden und weg. Und vielleicht noch nach oben. Mach mal zickzack. Bitte, kleine Bombe oder Ionbombe. Ich habe nicht große Ansprüche. Eine ganz kleine Waffe. Aber eine ganz besondere. Bei deiner Ankunft entdeckst du Anzeichen eines Kampfs. In der Nähe einer kleinen Station verfolgen sich einige Schiffe gegenseitig. Du weißt nicht, ob es sich um etwas Territoriales oder einen Wettkampf oder ein Passierritual handelt. Und hältst dich lieber aus der Sache raus. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. 19 Treibstoff noch. Ah, in diesem Signalpunkt gibt es nicht viel. Nur wenige verlassene und leere Depots. Auf dem Weg zum Laden zwei leere Signalpunkte. Na, hoffentlich hat er genau das, was ich will. Du begegnest einem Feles-Schiff auf einer seltenen diplomatischen Mission. Ebenfalls überraschend ist, dass der Kapitän auf deinen Gruß reagiert und einem gegenseitigen Handel zustimmt. Er hat keine Seite 2 und er hat Kacksachen. Hat sich ja voll gelohnt, die drei Sprünge zum Laden. Wieder eine Abwehrdrohne 1. Treibstoff will ich nicht kaufen, davon auch nichts. Vielen Dank. Der Notfall geht nicht mehr. Mann, dreimal umsonst gesprungen. Weiß man halt vorher nicht. Außer man hat vielleicht einen Langstreckenscanner. Falls Wiederladen kommt, weiterhin. Na, 60 brauche ich eigentlich nicht. 50. Sicherheitshalber behalte ich mal 55 Schrott auf Halde. Ihr Schiff sieht militärisch aus. Wir versuchen lebend zurück nach Hause zu kommen. Ich bin ein ausgebildeter Techniker und könnte versuchen, aus Ihrem Reaktor mehr herauszuholen, wenn Sie zusätzliche Vorräte haben. 2-2 klingt in Ordnung. Aber das Ding kostet 30 und was geben wir? 16? 30. Dann kann ich das aber loswerden und 2-2, das geht. Selbst wenn wir jetzt noch einen Bombenraketenwerfer bekommen, muss ich im Endkampf halt sehr sparsam sein. Aber ja, Reaktor dafür besser und der kostet doch gerade 30, ne? Ich weiß leider gerade gar nicht genau, wo ich stehe. Ich stimme zu. Am Ende ist er noch beleidigt und greift uns an. Wie der Mann im Anzug. Reaktor um 1 verbessert, du gehst auf den Handel ein und das Team kommt an Bord, um deinen Reaktor zu verbessern.
Ja, auf jeden Fall hat es 30 gekostet, also hat sich das gelohnt. Bis hierhin geht ja 25. Nächster Sektor ist auf jeden Fall friedlich, aber lieber eng die Heimatwelten. Ich sag mir wieder Zufallsereignis und wir bekommen Zoltan. Nee, ich würde ganz gerne noch einen Engi haben. Hier sind mehr Engis in den Engi-Heimatwelten und ich würde ganz gerne noch einen Engi an Bord haben. Wollte eigentlich auch einen Felis haben, aber hey, man kann nicht alles haben. Kleine Bombe, Ionenbombe bitte. Letzter Sektor vom großen Kampf und ich habe Bedenken. Wenn wir noch den Geschützstrahl hätten, dann wäre es selbst da noch ein knappes Ding. Du hast den Engi-Raum erreicht. Mit dem Fall der Föderation sind für diese robotischen Lebensform harte Zeiten angebrochen. Doch sie sind meistens trotzdem hilfsbereit. Also viel Schrott für nix. Tun. Das ist aber hier klein. Hier ist bestimmt ein Laden. Da kommt man gar nicht hin. Zumindest nicht so schnell. Dann lasse ich den und spring dann hier und guck, ob ich hier noch einen Laden finde. Notsignal. Hilfsbereit sind wir. Als du ankommst, fliegt ein kleines Zivilschiff über dich drüber. Du willst dich schon kampfbereit machen, aber sie erklären dir, dass ihnen der FDL-Treibstoff ausgegangen ist und sie nicht springen können. Deinen Treibstoff behalten und ihnen viel Glück wünschen und weiterfliegen? Wir werden das hier niemals verbraten können. Oh, Viererschild. Angreifen können wir eh nicht. Oh, stark bewaffnet. Ärgerlich, dass dieses toll aussehende Schiff, wenn sie genug Raketen haben, stecken geblieben ist. Ich werde was geben, wir werden hier niemals 13 verbrauchen. Wir werden eher noch was bekommen nach dem ein oder anderen Kampf. Oder durch ein Geschenk der Engi. Deswegen geben wir umgerechnet 6 mal Schrott ab und geben diesen Treibstoff und sie bedanken sich mit 75 Schrott, wie geil! Danke, hier nehmen sie diesen zusätzlichen Schrott als Bezahlung. Phänomenal. Kein Laden, schade. Ja, Hacking ausbauen. Im Laden dick was kaufen? Tarnung. Hacking brauche ich nicht zwingend. Wobei, wenn die jetzt noch mit einem Viererschild ankommen. Doch, mach mal. Dann können wir immer noch diesen machen und haben immer noch einmal Energie über. Sind eigentlich alle Türen zu? Ich weiß nicht, ich will... Aha. Du stößt auf eine Asteroiden-Bergbaukolonie. Sie rufen dich und sagen, hallo, unsere Vorräte an Sprengstoff sind aufgebraucht. Na sowas. Und die Rebellen blockieren dieses System. Haben sie zufällig etwas Sprengstoff übrig? Jetzt bin ich mal interessant. Wenn wir 5 geben, werden die uns bloß den Reaktor verbessern. 5 mal 6, 30. Wenn wir noch einen Raketenbombenwerfer bekommen, wäre das schon ziemlich blöd. Aber wenn nicht, dann habe ich 30 Schrott hier praktisch umsonst gebunkert. Umsonst gebunkert, wie das klingt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich mach's. Ich fass es nicht. Sie bedanken sich für deine Großzügigkeit und bieten dir etwas Schrott an. Ey, was ist denn hier zurzeit los? Ich habe mit einer Reaktorverbesserung im Wert von 30 gerechnet und... Oh, wir geben mehr, als dass wir mehr nehmen, obwohl wir hilfsbereit sind. Es ist so unfair. Ich bedenke das. Meine Hilfsbereitschaft, zumindest in ganz besonderen Momenten. Naja, die hätten auch gar nichts geben können. Hätten wir sie klein gemacht. Naja, weiß ich Bescheid, Erfahrung fürs Leben. Kein Laden. Wenn wir nicht noch irgendwie einen Bombenraketenwerfer bekommen, dann habe ich alles richtig gemacht. Wir könnten ja schon mal hier ausbessern, dann könnten wir wenigstens den Strom ausgeben. Es wäre auch nicht verkehrt, hier nochmal einen Puffer zu haben. Wir brauchen aber auch noch den 4. Schild. Ich gebe jetzt lieber hier mal 15 aus und dann sparen wir auf den 4. Schildpunkt. Weil den können wir gleich gebrauchen, diesen verbesserten Antrieb, beziehungsweise wir können ihn gleich versorgen, indem wir der Krankenstation etwas abzapfen.
können wir 35% mit 35%iger Chance ausweichen. Ich gehe erstmal nach oben, vielleicht ist ja hier oben noch ein Laden. Dann können wir ihn noch ansteuern, denn so weit kommen die nicht mit dem nächsten Sprung. Du erreichst eine Forschungsstation der Zoltan. Das ging bisher noch nicht schief, wenn wir da teilgenommen haben an der Studie. Die Wissenschaftler dort erforschen genetische Störungen durch Kälteschlaf und lange FTL-Reisen. Sie fragen, ob deine Crew für einige Scans zur Verfügung steht. Bis ich da mal eine schlechte Erfahrung mache, gibt es bestimmt noch was Negatives. Oh Mann, am Ende schließen die einen von uns an und der wird so mit Strom durchladen, dass er explodiert. Das waren auch noch Ärsche. Engi-Ärsche, schaut mal. Na, zwei Menschen. Nee, zwei Engi und drei Menschen. Du hast kaum angedockt, da stürmen schon Piraten an Bord und ein... Ach stimmt, das hatten wir doch schon mal. Und ein feindliches Schiff erscheint auf dem Radar. Du hörst die Zoltan in der Ferne rufen. Sie werden als Geiseln gehalten. Nee, wir werden als Geiseln gehalten, Entschuldigung. Sie können Superschilder umgehen. Eindringlinge an Bord, das auch noch. Fände ich gar nicht mal so schlecht, wenn man mit der Forschungsstation mit einem Kampf rechnen kann. Entweder bekommt man irgendwas oder einen Kampf und dadurch Schrott. Dicker Raketenwerfer. Wären die Eindringlinge nicht, dann wäre es sportlich, so ist es noch etwas sportlicher. Mit einem Superschild, Dreierschild und mit einem Raketenwerfer. Wir werden hacken, aber müssen wir erstmal den scheiß Superschild wegbekommen. Ein Engi und ein Mensch, das geht ja noch. Erstmal brauchen wir keine Schilde. Machen wir es so. Die schießen. Hacken können wir, wie gesagt, noch nicht. Sauerstoff wäre fast kaputt gewesen. Bitte, die Rakete muss da noch... Nein! Superschild ist weg. Mann, ey. Na gut, die nächste Rakete wird nicht treffen, weil wir dann hacken. Au. Oh, Krankenstation. Schon etwas ungünstig, weil wir gleich heilen müssen. Okay, dann müssen wir den Sauerstoff jetzt opfern oder halt den Piloten abziehen, aber dann... Ich muss auch gleich auf meine Waffe achten. Erstmal die abziehen, Gefahr ist vorüber, hier ist auch kein Feuer. Nee, okay. Dann macht ganz, solange die hier noch rumeiern. Ah, wir verfehlen auch noch. Viel. Nein, oh, das läuft gerade gar nicht gut. Komm du mal mit runter. Ah, wenn die gleich hier drin sind, dann können wir nicht mehr reparieren. Okay. Das wird sehr interessant. Ah, ich kann doch grillen, ich Depp. Das sieht ja auch super Schild ab. Da habe ich jetzt geschlafen und sogar vier, dann ist das Ding weg. Oh Mann, zum Glück noch relativ rechtzeitig bemerkt. Ich weiß nicht, ich mache trotzdem die vollen Räume. Dann hacke ich aber seine Schilde, weil dann können wir direkt auf seine Waffen ballern mit dem Schnellfeuerlaser. Ich hoffe, der trifft gut. Abwehrdrohnen haben sie ja nicht. Auf die Schilde damit. So, jetzt werde ich aber einen abziehen zum Reparieren. Oh oh. Noch leben alle. Krankenstation ist sogar ganz. Ich muss da was reinpumpen. Er ist auch noch betäubt. Oh Mann, ey. Die 3% sei es drum. Au. Oh. Schnellfeuerlaser muss dann direkt auf die Waffen gehen. Lieber jetzt als später. Oder? Ich meine, wir ziehen hier noch etwas Ladung ab. Wir warten noch. So. Ah, der Raketenwerfer ist noch da. Kacke. Okay, wie geht's unseren Leuten? Gar nicht mal so schlecht. Unten ist Feuer. Ach, die Türen sind kaputt. Oh.
einiges an Höllenschaden. Gut, alle im Eimer. Dann heilst du dich mal. Du pilotierst wieder und du machst auch mal den Sauerstoff. Ja, die Türen ganz. Einer muss den Schilden. Der Schildmeister. Die Lanze, Mist. War die jetzt schon lange fertig? Okay. Der Raketenwerfer ist weg, das ist gut. Oh, die Hülle, die war voll. Blöden Ärsche. Ah, jetzt kommt der Raketenwerfer zurück. Das dauert noch zu lange, dann schießen wir auf seine Schilde. Ne, auf seine Waffen. Wo fliegt der hin? Verfehlt. Scheiße, kann der gut ausweichen. Mist. Oh, der Typ nervt. Oh, wir haben kein Schild mehr. Es trifft. Oh, unsere schöne Hülle. Ey, jetzt müssen wir auch noch vom Endkampf groß reparieren. Was ist denn hier kaputt? Und ich hatte schon meinen Raketenverkauf für Hüllenreparatur. Scheiße. Okay, Türen funktionieren einmalig wieder. Sauerstoff ist auch gleich wieder da. Wir sind bei 54%. Gehackt werden kann auch gleich wieder. Also die Lanze ist bereit. Also wir sind an sich wieder bereit. Wir werden es überleben, denke ich, aber wir haben massiven Schaden davon getragen. Die Rakete ist grün. Wollte sagen... Nein, die Lanze ist ausgefallen. Wenn die Rakete fliegt und nochmal da reinschießt, dann können wir gar nicht angreifen. Scheiße, wir können abdampfen. Ich warte mal ab, wohin die Rakete fliegt. Alle sind nicht lebensbedroht, also alle noch gut bei Gesundheit. Bitte nicht auf die Waffen, bitte nicht auf die Waffen. Komm, komm, komm. Rakete, nee, die geht irgendwo hoch. Okay. Unser schönes Schiff. Auf die Waffen. Auf die Schilder war auch nicht verkehrt, wenn die Lanze bald wieder bereit ist. Wobei, da müssen wir erstmal reparieren. Apropos reparieren. Die Waffen müssen wieder. Die Türen waren schon fertig, ja. Oh nein, der Raketenwerfer ist ja immer noch da. Oh, es läuft echt nicht gut. Ich dampf ab. Es geht schief. Ah, oh, ein Laden. Gut, dann können wir uns reparieren. Oh Mann, ey. Ja. Es wird mir zu heikel. Hätte ich nicht gedacht. Die Engi können aus einem einfachen Haufen Schrott, ja, wir haben mittlerweile einen Haufen Schrott, unser Schiff, erstaunliche Dinge zaubern. Der Engi-Schwarm an diesem Signalpunkt verkauft Ausrüstung für genau das. Dann schauen wir mal, dass wir in der nächsten Folge einen Raketen, einen kleinen Bombenwerfer bekommen oder eine Ionbombe und dass wir günstig reparieren können. Also mit zwei Schrott für einen Höhenpunkt. Sehen wir in der nächsten Folge und bis dahin macht's gut und ciao, tschüss.